Hallo zusammen, wir sind unterwegs nach Mont-sur-Roll zum Christian Hofer und wir werden können erfahren, was ihn bewegt hat, auf Biom zu stellen. Also Christian, erzähl uns von deinem Betrieb. Wir haben 60 Hektar Nutzfläche. Und davon etwa die Hälfte ist Ackerbau und die andere Hälfte Futterbau. Wir haben Mutterkuhhaltung, und zwar Aberdeen Angus-Kühe. Wir machen Natura-Beef. Und sonst Familie, avec mon épouse Delphine. On a deux filles et un garçon. Und auf dem Betrieb ist noch mein Vater. Und wir haben jetzt seit 2-3 Jahren haben wir einen Lehrling. Du bist einfach aufgestanden am Morgen und gefunden, jetzt produziere ich Bio, oder? Nein, das ist schon ein Weg, also eine Überlegung, die vor schon ein paar Jahren dauert. Wir waren IP, Getreide, Raps. Und nachher, was ist gekommen, ist die ganze Glyphosat-Polemik. Und das Problem, das wir haben im Wasser. Ein anderer Punkt, den mich wirklich auch überzeugt, auf Bio zu umstellen, ist die Stimmung in der Bio-Organisation, sei es Ackerbautagung oder in diesen Gruppen. Es ist eine gute Stimmung. Die Bauern sind zufrieden. Was denken denn deine Kollegen, die sie erfahren haben, dass du jetzt auf Bio umstellst? Ja, da sieht man ein vor allem die offen lachen über uns. Die nichts sagen, aber vielleicht in unserem Rücken reden. Das ist schon gut möglich. Und die sagen, ja, die sind mutig. Meine Frau und die Kinder sind voll dahinter. Und die Reaktionen von Kollegen oder Freunden, die nicht in der Landwirtschaft tätig waren, sind wirklich, ja. Das ist sehr positiv, wenn man das Problem hat und es nicht gegen rosig ist. Dann ist das ein Rückhalt. Was macht dir Sorgen? Was mir Sorgen macht, ist eher Wurzeln, Unkraut, Disteln und Placken. Und das weiß ich schon, dass ich in den ersten Jahren wahrscheinlich ein bisschen mehr von Hang aus Unkraut bekämpfen muss. Voilà. Und der Rest nachher tut sich dann sicher ausgleichen mit der Rotation. Wo hast du das notwendige Know-how geholt? Wir sind hier in der Gruppe Solvo, das ist vom Kanton, wo wir eben Untersaat und verschiedene Produktionen machen mit Bio-Produzenten und konventionellen. Das ist schon der erste Schritt. Der zweite Beratung von BioSuisse und von Prometer vom Kanton, wo wir auch ein Budget machen und verschiedene technische Informationen sind reichen. Wie schätzt sich denn die ganze Marktlage im Bio-Bereich? Spannung hat es schon ein bisschen. Man sieht, in gewissen Kulturen spannend es noch ein bisschen, aber es spannend auch an anderen Orten, im konventionellen auch. Im Moment ist noch Platz da. Aber ein gewisses Risiko ist gleich da, weil wenn die Menge grösser wird, wird vielleicht der Druck auf den Preis auch höher. Aber das ist unternehmerisch das Risiko. Im konventionellen ist es auch da. Auf was freust du dich denn am meisten mit der Umstellung? Wieder meinen Beruf müssen zu lernen, viel mehr schauen in den Parzellen. Das Konventionelle, das funktioniert. Chemie, wenn man im richtigen Stadium so viel Liter Produkte braucht, das ist einfach. Aber in der Bioproduktion im richtigen Moment zu intervenieren, das ist wirklich, ja, es muss präzise sein und mehr Agronomie fast als in der gewöhnlichen Produktion. Ja.